Hi, ich bin Lukas aus Deutschland. Berlin selbst ist eine sehr schöne, kleine, verschlafene Stadt mit eher alternativ eingestellten Leuten. Zum Beispiel sind hier 70% der Leute Vegetarier. Das Hostel passt vollkommen in diese Stadt hinein. Es ist wirklich sehr alternativ. Also die Outer Area ist wirklich sehr schön. Man hat einen sehr schönen Blick auf den angrenzenden Regenwald und den Fluss, den man auch gleich beim Aufstehen genießen kann, weil jeder Raum die Tür direkt zur Terrasse hat. Also wenn man aufsteht, sieht man wirklich gleich einen schönen Ausblick und kann wirklich gleich den Tag genießen. In der schönen Outer Area gibt es ein Pool-Table, ein Barbecue. Kann man dann beides auch sehr schön genießen, während man am Soundsystem seine eigene Musik auflegt. Unterm Tags kann man am Fluss selbst einfach sich mit Seilen ins Wasser schwingen oder mit den Reifen, das das Hostel zur Verfügung stellt, einfach den Fluss runtertreiben. Der Transport zum Drop-off-Point ist auch vom Hostel gestellt. Also kann man sich da wirklich ganz entspannt einfach runtertreiben lassen, bis zum Hostel und dann wieder aus dem Wasser gehen. Ja, es ist wirklich auch, die Räume sind sehr schön, aber wirklich eines der schönsten Hostels, in dem ich bis jetzt hier in Australien war. Ich kann es für Leute, die eher alternativ eingestellt sind, definitiv empfehlen. Also wenn ihr nicht so ganz den normalen Backpacker-Weg gehen wollt, sondern eher mal was anderes erleben, dann solltet ihr definitiv hierher kommen.